Morgen, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin zu Hause. Ich chille gerade. Ich denke, ich bin wieder an der Zeitumstellung. Ich bin mich an die Zeitumstellung angewöhnen, denke ich. Wir haben hier Eier mit Champignon und Brot, deutsches Brot natürlich. Und dann gibt es dazu Apfelsaft. Apfelsaft, so lecker. Ich habe das total vermisst. Und dann haben wir auch Schokobrötchen irgendwo. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber da gibt es mehr Fleisch. So. Hallo. Ich habe eine kurze Frage. Muss man erstmal einen Termin vereinbaren? Genau. Also muss man erstmal anrufen? 1 bis 2 Wochen Woche haben Sie keinen Platz mehr. Sehr gut, danke schön. Danke. Schönen Tag noch. Danke. Hallo, danke schön. Danke. Hallo ihr Lieben, jetzt suchen wir nach einem Café. Und weiß aber nicht, was wir dann essen werden. Hoffentlich ein Schokobrötchen. Ich liebe die Schokobrötchen hier in Deutschland. Wirklich. Erstens sind sie nicht so teuer. In Amerika kosten sie 5 Dollar ungefähr, fast 6 Dollar. Aber hier 2,50 Euro oder weniger. 175 manchmal. Und jetzt suchen wir nach einem Schokobrötchen und einem Kaffee. Toll. Jetzt haben wir ein Schokobrötchen und einen Kaffee Macchiato. Und dazu gibt's auch, was ist das? Schweineauch. Schweineauch, okay, toll. Leiding is de raketaanval gisteren door Houthi-rebellen op een schip voor de kust van Jemen. Wir werden gleich essen gehen und wir sind jetzt in der Niederlande, alles ist schön. Ja, das ist ein Platz, ich weiß nicht genau, wo wir sind, aber alles ist leider zu. Ich wollte in Zara gehen, ich wollte Kleider kaufen oder sonst. Wir werden jetzt die Stadt, um die Stadt laufen und dann direkt in das chinesische Restaurant gehen. Das hier ist so interessant, das sind alle frisch und man kann die Sachen so kaufen, 2 Euro und dann kriegt man schon was. Die haben auch Sandwiches hier, was so toll ist. Es ist toll und dann stecken neue Sachen hier rein. Es ist toll und man kann die jederzeit abholen. Wir machen jetzt die Soße, Leute. Genau, ich habe eine Sesame-Soße dabei. Sieht total schön aus. Und dann werde ich auch ein bisschen Sesame auch reintun. Und dann gibt es auch ein bisschen Soße, die ein bisschen scharf ist. Ja, Leute, es gibt Reis hier und dann haben wir auch Fleisch, das schon gemacht wird. Und dann Nudeln auch dazu mit Gurken. Die sind sehr, sehr lecker. Und dann habe ich so ein bisschen meine Soße hier. Und das wird alles hier gekocht. Ich liebe Hotpot.